Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Ja, heute für wieder ein leckeres Süppchen, ja. Aber es ist ja auch von den Temperaturen noch so, dass man das gut mal essen kann. Und ich habe es insofern schon ein bisschen vorbereitet. Es ist eine Süßkartoffelsuppe wieder, aber mit schönen Sachen auch sonst noch. Und auch etwas spezieller abgeschmeckt, nämlich mit Apfelessig. Also das ist ein Rezept, das habe ich im Internet gefunden. Aber ich wandle es schon sehr ab, deswegen kann ich es euch unten auch aufschreiben. Und ja, also ich glaube, dass es wirklich gut schmecken kann, denn es ist auch Ingwer drin. Wer kein Ingwer mag, ja natürlich, für den ist es wahrscheinlich nichts. Aber dann kann man vielleicht eine Peperoni nehmen oder so. Obwohl natürlich die Ingwer-Schärfe eine andere Schärfe ist als jetzt Peperoni. Ja, und das Besondere wird... Also ich mache es im Thermomix, was natürlich nicht nötig ist, aber weil da kann ich es auch gleich schön pürieren und so. Aber das Besondere ist nämlich, dass ich nebenher dann gleich nämlich auch noch hier meine kleinen Mini-Kräuterseitlinge brate und das kommt dann so als Topping drauf. Wobei ich sagen muss, ich mache da jetzt nur eine Portion heute von diesen Kräuterseitlingen, weil ich bekomme morgen Besuch und ja, es sind meine Eltern und die sind geimpft jetzt. Und die behaupten immer, sie mögen keine Süßkartoffel. Das ist sowas Verrücktes aus Amerika, behaupten sie immer. Also ich mache nämlich morgen dann auch noch eine Champignonsuppe. Die habe ich auch schon mal verfilmt. Werde ich euch ganz professionell hier nochmal einblenden. Die ist auf alle Fälle super. Aber ich weiß nicht, ob es von der Menge reicht. Deswegen habe ich dann gerne noch eine zweite Suppe. Das macht auch total was her. Ne? Ich mache nämlich auch noch frische Brötchen dazu und dann kann man zwischen zwei Suppen und noch mit dem Topping wählen. Ja, deswegen, ich mache jetzt heute für mich zum Mittag nur diese Suppe, eine Portion und den Rest gibt es nämlich dann morgen. Dann muss ich den nur einfach wieder aufwärmen. Aber deswegen nicht wundern, dass ich jetzt nur so eine kleine Portion an Pilzen noch extra brate. Morgen gibt es den Rest. Ja, aber jetzt geht es erstmal los und zwar... Ich werde es mal einwiegen. Das waren bei mir zwei Süßkartoffeln, wobei die eine aber ziemlich klein war. Also hier, die ist ja nicht sehr groß. Insgesamt 720 Gramm. Und ich habe hier drei Karotten. Die gebe ich mal direkt hinzu. Kann ich schon mal sagen, wie viel das sind. Das sind 185 Gramm. Und das ist nämlich, das habe ich jetzt noch eben abgezwackt, weil ich habe so einen großen Sack gekauft. Da bringe ich jetzt die Reste heute hier zum Zirkus. Also ich mag überhaupt gar keinen Zirkus. Habe ich noch nie gemocht. Und ja, auch die Tierhaltung ist sicherlich sehr bedenklich. Allerdings ist das jetzt so ein kleiner Zirkus und die haben nur Ponys, zwei Lamas und zwei Kamele. Ach, und einen Ziegenbock, ja, der ist nämlich auch ganz witzig. Und ja, die sind hier einfach gestrandet. Die dürfen ja auch schon seit einem Jahr nicht mehr auftreten. Und dann ist ihnen auch noch, als hier der starke Schneefall war, ist dann auch noch das Zelt zusammengebrochen, wo die Tiere drin sind. Die mussten sonntags morgens in einer Feuerwehraktion gerettet werden, haben es Gott sei Dank alle auch geschafft. Ja, und bei mir hier in der Nachbarschaft ist ein leerer Reiterhof und da sind die jetzt untergekommen. Ja, und in der Mangelung anderer Ausflugsziele, ja, pilgern da die Leute jetzt eigentlich immer hin und bringen aber immer Futter. Und ja, die Tiere sind jetzt halt da und die können ja nichts dafür. Und deswegen, ja, bringe ich da jetzt auch noch die Möhren heute hin. Und ich rede und rede und mache so nebenher das. Also es waren 185 Gramm Möhren und, also die jetzt den Tieren fehlen, und noch 180 Gramm Zwiebel. Und dann kommt hier noch Ingwer rein. 10 Gramm. Und ich habe hier noch einen Knollensellerie, ein Stück. Also er sieht jetzt nur so fies aus, weil es war eingefroren. Und das sind genau 100 Gramm. Und die Zwiebel brennt mir schon wieder ganz fies im Auge. Und das wird jetzt für 20 Sekunden auf Stufe 5 schon mal grob zerkleinert. Das ist, also sieht jetzt wieder mal aus, als wenn es ein Möhrensalat wäre. Ja, ist natürlich alles so irgendwie die gleiche Farbe gewesen, die Möhren und die Süßkartoffeln.
Und ich wiege mir ein 20 Gramm Olivenöl. Rühre mir das hier auch noch ein bisschen durch, dass auch das Öl auch nach unten noch kommt. Und das dünste ich mir jetzt schon mal für 5 Minuten auf Varoma. Und Stufe 3 darf das schon mal andünsten. Das ist jetzt ein bisschen lauter, aber macht ja nichts. Das ist jetzt direkt schon ein bisschen angegart. Ja klar, 5 Minuten, auch wenn es nur bis auf 55 Grad jetzt hochgegangen ist. Ja, und ich gieße es jetzt mit 800 Milliliter Gemüsebrühe an. Und das wird jetzt nochmal für 20 Minuten auf 100 Grad. Und Stufe 2 soll es jetzt erstmal richtig kochen, damit auch alles dann gar ist. Ja, und ich habe mir jetzt schon gerade vorbereitet, dass ich hier meine Kräuterseitlinge, also die Babykräuterseitlinge, schon mal in Scheiben geschnitten habe. Die sind ja schon klein, da braucht man ja sonst jetzt nichts mehr dran rumschnitzen. Was schwierig war, diesen Kopf, den wollte ich so mit Küchenrolle abreiben, aber bei ein paar ist einfach die Kappe dann so weggeflogen, also das ist dann nicht so toll. Aber das ist alles in Gewächshaus gezogen oder in irgendwelchen Keller. Ich weiß jetzt nicht, Kräuterseitling, ich glaube, dass die eher so im Dunkeln wachsen, ohne Gewehr. Und da ist kein großartiger Dreck dann, aber ja, ich habe auch noch so eine kleine Bürste, aber waschen sollte man so Pilze ja immer nicht, die saugen ja immer das Wasser so auf. Ja, also 20 Minuten, in der Zeit kann man die Pilze natürlich dann auch gleich schon vorbereiten. Also ich denke mal, wenn hier noch 10 Minuten auf der Uhr sind, dann starte ich die Pilze, dass ich die einfach ein bisschen Butter brate. Ja, und ansonsten steht hier schon mal bereit Salz, Pfeffer und der Apfelessig. Und also so einfach, so schnell kann man auch einfach nach der Arbeit gut nochmal machen. Ja, und was ich auch schon, die Petersilie steht da, die schneide ich mir auch gleich schon mal klein. Also bei mir sind es jetzt noch 10 Minuten mit der Suppe hier, dass die dann erstmal schon mal gegart ist. Der Rest geht dann ja wirklich schnell. Und ich habe mir jetzt hier schon in der Pfanne einfach ein bisschen Butter mit der jetzt erstmal erhitzt. Und ja, dann kommen halt hier die kleinen Kräuterseitlinge zu. Wie gesagt, das ist jetzt nicht die Menge, die ich für den ganzen Topf, aber das mache ich dann lieber morgen frisch, wenn ich den Rest der Suppe dann nochmal aufwärme. Ja, also die gehen jetzt hier in die Pfanne und werden schön knusprig angebraten. Und ich stehe sowieso dabei, deswegen immer mal wieder hier auch gut berühren, damit die natürlich nicht anbrennen. Das wäre ja schade um die kleinen Dinger. Und ich habe da extra diese Baby-Kräuterseitlinge genommen, weil es gibt die auch in so groß. Aber dann dachte ich mir, wenn das dann so in die Suppentasse oder so, dann wäre das zu groß. Ne? Aber ansonsten nehme ich ja sehr, sehr gerne die großen Kräuterseitlinge. Und in der Zwischenzeit kann ich mir jetzt hier noch die Petersilie abzupfen und klein schneiden. Die kommt ja auch dann nochmal als Topping oben drauf. Und mit den Pilzen, das geht wirklich richtig schnell. Also nicht zu weit weggehen. Und da kann ich sagen, also bei der kleinen Menge hätten wahrscheinlich 3 Minuten auch gereicht. Also ja, bei mir insgesamt bin ich jetzt hier nach 4 Minuten. Die sind schon richtig knusprig angeröstet und ich mache jetzt hier die Platte aus. Und dann können die jetzt noch schön in der Pfanne ja, warm bleiben. Aber wie gesagt, 4 Minuten, 3, 4 Minuten, je nachdem. Ich wollte sie ein bisschen knuspriger haben, damit das schon so als Topping auf der Suppe ist. Hat bei mir da wirklich vollkommen gereicht. Also das ist jetzt ein ordentlicher Pumps, aber das ist alles durch. Und da gebe ich jetzt noch Salz und Pfeffer hinzu. Ja, Salz nicht so viel. Erstmal, weil es nicht gesund ist und weil ja schon Gemüsebrühe drin ist. Ja, und jetzt kommt noch Pfeffer. Aber auch nicht zu viel, weil ja schon Ingwer drin ist, sonst ja nicht zu scharf. Und als besonderen Clou 4 Esslöffel Apfelessig. Und das püriere ich mir jetzt für 30 Sekunden auf, also bis zur Stufe 8. Ich gehe da ja immer vorsichtig erstmal hoch. Und decke es mir ja ab, aber einfach, weil ich
eine alte Mini bin. Also. Tatsächlich hat es geklappt, ohne dass hier was rausläuft, aber naja, war Glück. Ich habe es schon anders erlebt. Ja, und jetzt ist es eine schöne Suppe. Ja, wir wollen es ja nicht zu gesund haben, deswegen noch ein Becher Creme Fraiche hinzu. Natürlich kann man das Rezept super veganisieren. Dann nimmt man halt, habe ich jetzt noch gestern gesehen, Creme Vega von Dr. Oetker, ohne dafür Werbung machen zu wollen, aber das habe ich gesehen. Da dachte ich noch hier an meine Veganer, dass das ja auch super funktioniert. Ja, und ansonsten war, glaube ich, alles. Ja gut, ich habe es in Butter gebraten, aber natürlich kann man es auch in Margarine. Und das verrühre ich einfach nochmal für 20 Sekunden auf Stufe 5. Und dann ist auch schon alles fertig. Also der Topf ist auch richtig ordentlich voll, also das ist schon eine gute Portion. Ja, jetzt ist das natürlich ein bisschen räudig hier, meine Ausbeute an Pilzen. Ja, und noch die Petersilie drüber. Und das sieht sehr gut aus. Also an den Pilzen sieht man jetzt, also daran hört man, dass sie richtig schön kross halt gebraten waren. Und ja, aber ist das ein schöner Anblick, also... Mich macht es total an, alleine von den Farben. Ja, und jetzt rühre ich mir ein bisschen durch, weil ich natürlich alles jetzt auch probieren kann. Und es ist auch richtig schön, also es ist suppig, also nicht so ein Pumps. Oft hat man ja auch, wenn man es dann aufwärmt, dass es dann so breiiger wird. Dann würde ich einfach mit Brühe nochmal strecken, weil das mag ich nicht, wenn es so pumpig ist. Ne? Ja, aber es ist schon, hat so eine Sämigkeit, dass es auch satt macht. Ne? Also die Suppe an sich ist super. Und ich kann nur sagen, mit dem Apfelessig, das ist der Hammer hier. Also da, das kommt besonders hervor. Aber mit den Pilzen noch dabei. Ja, ja. Also, ich würde es euch auf alle Fälle empfehlen. Es müssen natürlich nicht Kräuterseitlinge sein, es können natürlich auch Pfifferlinge. Nein, es können auch Champignons sein. Also es muss ja nicht jeden Tag sowas Teures sein. Ja, so ein schnöder Champignon ist ja auch okay. Nicht nur okay. Also gut, für die, die gar keine Pilze mögen, wahrscheinlich ist alles nicht so schön. Ja. Ich bin glücklich mit meiner Suppe. Und ich bin mir sicher, gut, meine Eltern werden misstrauisch wegen der Farbe sein. Da erwarten die schon förmlich, dass das Süßkartoffel sein könnte. Man könnte auch denken, es ist eine Möhrensuppe. Sind ja auch drin. Aber deswegen mache ich für die morgen ja nochmal eine Champignonsuppe. Aber biete beide Suppen an. Und ich werde auf alle von der auch nochmal nehmen. Und morgen brate ich natürlich dann auch nochmal eine größere Menge der Kräuterseitlinge. Ja, also viel Spaß beim Nachmachen. Ich schreibe es euch unten auf, denn wie gesagt, ich habe so viel verändert. Das ist jetzt schon direkt mein Rezept. Ich schreibe es euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!